Das Land ist einfach liebens- und lebenswürdig. Die größtenteils unberührte Natur, die Seen, das Meer, die schönen Strände. Hier gibt es keinen islamistischen Terror. Und hier fühlt man sich als Deutscher nicht fremd im eigenen Land. Weil überwiegend in Mecklenburg-Vorpommern die Überfremdung zwar zunimmt, aber noch lange nicht Ausmaße wie in westdeutschen Ballungsgebieten hat. Auf der anderen Seite haben wir aber das Problem, dass sehr viele Arbeitnehmer gerade im gastronomischen Bereich ausgebeutet werden. Löhne von 8,50 Euro sind die Regel und das führt natürlich zu enormen sozialen Spannungen. Jedes vierte Kind hier in Mecklenburg und Pommern ist von Armut bedroht. Jeder vierte Arbeitnehmer und gerade hier an der Küste erhält einen sogenannten Niedriglohn, von dem man nicht alleine leben kann und der dazu führt, dass man zum Bittsteller als Arbeitnehmer in Vollzeitarbeit beim Amt wird, um überhaupt den Monat für sich und seine Familie bestreiten zu können. Jeder vierte in der Altersgruppe 55 bis 64 Jahre ist von Altersarmut ab dem Jahre 2020 bedroht. Schauen Sie sich doch mal die anderen Parteien an. Sie versprechen vor den Wahlen immer das Blaue vom Himmel. Und bei denen ist ganz gewiss, dass jedes Wahlversprechen nach der Wahl wieder gebrochen wird. Wir von der NPD sind da anders. Wir halten Wort. Wir sind eine konsequente, radikale Oppositionspartei, die sich einzig und allein für die Interessen des eigenen Volkes, der Bürger hier im Land einsetzt. Die Regierungen in Schwerin und Berlin haben dem deutschen Volke Treue geschworen. Sie brechen diese Treue Tag ein, Tag aus. Und deshalb sind wir aufgefordert, diesen Regierungen keine Treue mehr zu geben. Wir sind aufgefordert, Widerstand zu leisten gegen eine inländerfeindliche Politik, die sich nicht mehr an den Bedürfnissen des eigenen Volkes orientiert.